Ja, ich bleib bei meinem Mii. Sieht man wenigstens, wie erbärmlich ich aussehen kann, wenn ich verliere. So, wollen wir loslegen? Ja, na klar. Auf geht's. Nee, aber es war ja so auch Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie würde ich ja dazu zählen. Es gab so viel zum Sammeln und zu entdecken. Das fand ich eigentlich richtig cool. So in einer Welt rumlaufen und halt alles entdecken. Das ist wohl wahr. So, Mii. Jetzt mache ich mir wieder ein neues Kart. Das andere war doch zum Kotzen. So, ne, das ist Standard. Standardkarte ist ja auch lame. Nee, ich mach jetzt alles Standard. Ich brauche mehr Beschleunigung, eigentlich. Ich brauche viel mehr Beschleunigung. Höheres Tempo. Ich nehme jetzt die Goldräder, auch wenn die ein total beschissenes Handling haben. Was? Goldteile habe ich nicht mal. Vielleicht bringt das ja was. So, die Kalimari-Wüste. Früher habe ich mir gedacht, das ist die Ja, Kalamari-Wüste. ich dachte auch immer so lecker essen. Naja, aber das ist nicht gerade was ich runterkriegen würde. So Ja. Meeresfrüchte, so, nee, die sind doch voll schleimig und so. Ugh. Oh, ich mag ja auch Hummer, aber das gibt's so selten. Tja, das ist auch ganz schön teuer. So, Ja, aber jetzt deswegen ja. in der Wüste. 3, 2, 1 und go mit den Goldrädern. Aber trotzdem, mit dem Standgeld bin ich immer noch schneller. Das gibt's eigentlich nicht. Na ja, gut, der Zug hält Der uns hier nicht Zug wirklich auf. springt weg und Banane! 3. Banane! Banane! Was? So, Ach, du nimmst die abgezogen. Abkürzung? Ja, sicher, genau. Drei Pilze, Drei deswegen. Pilze, ich habe auch drei Pilze. Schön für dich. Wuhu! Ja, und wieder überholt. Das ist unglaublich. Ich kann einfach kein Mario Kart zocken, deswegen spiele ich es wohl auch so selten, weil ich eh so schlecht bin. Ja, du musst einfach wahrscheinlich ein bisschen mehr driften. Ich drifte bei jeder Gelegenheit, selbst in. Ja, es bringt ja auch nichts. Ich drift hier wie ein Trottel und es bringt überhaupt Dann nichts. musst Ich du wie ein Profi vielleicht driften. voll in den Sand. Ich bin halt kein Mario Kart Profi, das sieht man ja. Grüner Panzer. Ach, Da verdammt. nicht. Schade, Die schade. Räder sind ja echt beschissen So, irgendwie. Tanuki, wehr die rote ab. Wenn nicht, dann bist du Oh, schlecht. na klar. Da Wunderbar. müssen. Ja, jetzt bitte fahr in den Zug rein. Nee. Nee. Der Zug, der hat da schon alles so abgestimmt, dass ich hier perfekt durchkomme. Ja, natürlich. Alles auf mich abgestimmt. Ja, und alles ist gegen mich. Genau. Steht vor so Luigi Raceway, Yoshi, steht hier alles auf diesen Dinger vor die Schleichwerbung, ey. Ja, früher sollte da ja So. eigentlich mal so ein. So oh, rote Panzer. Kill Nein, nein, nein. Flieg! ihn. Da. Flieg hoch Flieg uns. kurz! Nein, nein, ich soll hochfliegen. Oh, da oben steht ja Ja. auch Shoot an Ja, der schön, der Werbung. hat was gemacht. Ja. So, komm jetzt. Das gibt's doch jetzt. Fahr doch mal schneller, du Scheißkart, du Blödes. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, früher gab es So. ja wenigstens Dings. Da war, was? Ich habe doch eine Banane. Früher war die Hab's Dings. Werbung ja anders. Da soll's ja. Also früher sollte die Werbung ja erst sowas wie Marlboro sein oder so ein Abklatsch halt. Also da hat man dann aber noch, glaube ich, weil es Zigarettenwerbung war oder so, halt abgeklatschte Marlboro-Werbung. Ich verstehe diesen beschissenen Sand. Also die Goldräder, das war eine blöde Idee. Und ich Die habe immer noch sind drei zerstört. Pilze. Lalalala, mit denen fahre ich jetzt davon. Hui Ich und muss kurz hui. sagen, ja, hier Stachelpanzersuppe in der letzten Runde. Warum kriege ich denn immer so spät? Das ist doch für'n Arsch. So, toll. Und was hat's gebracht? Nothing. Ich fahre mal rückwärts ins Ziel. Jetzt. Schön verspottet. Ja, das ist einfach nicht mein Tag. Das ist einfach nicht mein Spiel, ganz einfach. Bei Brawl würde ich dich vielleicht zerlegen, aber bei Mario Kart, da warst du Brawl besser. spiele ich echt nicht so gerne. Ich spiele Gar eher nicht. Melee. Ach so. Ja, ich bleib bei Du. Melee. Mit Brawl komme ich nicht zurecht, wieso auch Das hat immer. einen Modus. Ja. Und es hat weniger Kämpfer. So, DSDK Donkey. Alpin. Da hättest du vorher mit Donkey fahren können. Ja. Egal. Die Strecke kann ganz schön fies sein. Oh ja, vor allem diese lächelnden Schneemänner, so heimtückisch. Ja, wir sind echt ganz fröhlich, aber dann. Ja. Ja, haben sie dich im Visier, diese blöden, bösen Schneemänner. So, komm schon, ein Rennen will ich wenigstens gewinnen. Ein Rennen! Also es sah beim letzten Mal besser aus. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, da hattest du wohl einen besseren Tag oder ich hatte einen schlechteren oder. Oder keine Ahnung, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, oder waren es einfach die Strecken? Ich Ich weiß weiß auch nicht, ich nicht. bin. Ja, wir fahren Ich beide runter. So. wollte gerade sagen, Das ist so scheiße. Warum hast du denn das Handling? Ich sag doch extra noch so, ich wollte extra noch so sagen, ich fahre jetzt erstmal runter, dann hast du einen Vorsprung und du fährst einfach mal runter. Ja, ich bin dir gefolgt. Du denkst einfach so, So. folgt dem Profi, dann wird das schon was. Genau, einfach alles nachmachen. So, alle nachfolgen, alle nachfolgen. Ja, was mache ich mit Bob-Omb hier? Steckt der sonst wo in den Bob-Omb? Den Bob. Ach ja. Komm, sprich mit Bob hier. So. Ach ja, ich freue mich aber auch schon auf Mario Kart 8. Oh ja, ich auch. Total.
Das wird hoffentlich noch besser als Mario Kart 7. Also, ich muss sagen, die Steuerung, die ist präziser denn je. Also, ich habe noch nie so eine präzise Steuerung gespielt oder in der Hand gehabt. Also, da muss ich wirklich sagen, richtig, richtig cool. Und die Bikes sind auch nicht overpowered. Also, alles... Ja, schön ausgeglichen, so wie es eigentlich sein soll. Ja, genau. Genau, erstmal alles ausgeglichen. Ich freue mich, dass die Bikes wieder dabei sind, weil ich bin in Mario Kart Wii und ich fall schon wieder runter. Scheiß Goldreifen! Die sind doch... Die kann man nur verkaufen dann irgendwie für eine Million Münzen, aber... Ja, Quatsch hier. Also das Handling ist ja echt beschissen mit den Goldreifen. Das bringt überhaupt nichts, diese Goldteile. Das ist nicht mal, wenn man eine Goldkarosserie hat und noch goldenen Gleitschirm oder so, das bringt ja alles nichts. Ist ja alles für den Arsch. Ach ja. Ich fahre hier mit 10 Münzen und krieg einfach keinen Topspeed, ey, auf Schnee zu fahren. Das ist ja total bescheuert. Ja, da muss er einfach die Goldreifen verkaufen. Hast doch eine Million Münzen, dann gehst du ab. Der nimmt einfach keine Fahrt auf. Der fährt viel zu langsam hier. Gibt's doch nicht. Ach ja, dein Charakter müsste einfach abnehmen. Ja, ich hab so, hier so drei Pilze, was habe ich davon? Nicht viel, weil ich sehe dich einfach nicht. Wo bist du? Du bist sicher schon im Ziel. Nee, ich bin runtergefallen, also... Okay. Also das passt schon. Ganz schön schadenfreudig. So, jetzt fahre ich hier sicher nochmal nicht runter, komm. Ah, das Driften ist doch hier voll beschissen. Den Goldreifen kann man nicht gut driften, das sage ich dir. Also gib dir die nie auf dein Car drauf. Ist ein Todesurteil. Nicht alles, was Gold ist, ist doch gut. Oder nicht alles, was glänzt, ist Gold oder so in etwa. Nicht alles, was glänzt, ist Gold, ja, oder irgendwie so ähnlich. So, komm, der Blooper. Soll ich mal treffen? Der Blooper ist gefährlich. Die Panzer, los, komm, ich will einen haben. Ja, Stern. So, krieg ich dich ja trotzdem wieder nicht. Das ist der rote Panzer kommt nicht mal an. Wieder verkackt. Hey, ich hab einfach keine Chance gegen den Typen, Leute. Das ist unglaublich. Ich bin so schlecht, das ist schon abgrundtief schlecht. Ach ja. Nee, also Goldreifen, die kommen sofort weg, wenn der nächste Cup beginnt, weil sonst drehe ich hier durch. Und wenn du sonst durch... Sonst drehe ich am Rad. Was für ein Wortwitz, sonst drehe ich am Rad. Oh, Daisy's Dampfer, ja. Ah ja, da würde man mal gerne Urlaub machen auf Daisy's Dampfer, obwohl sie nicht so eine Kreuzfahrt, ich weiß auch nicht, ist irgendwie... Nee. Irgendwie stelle ich mir ein bisschen langweilig vor. Wäre ich gar nicht der Typ dafür. Ich auch nicht. Ich fahre nicht gerne mit einem Boot oder mit einer Fähre oder sowas. Da fahre ich doch lieber mit Eisenbahn. Tschu-tschu. Kommt. Aber mit so einer nostalgischen Dampfeisenbahn hier, oh, das war immer schon supi. Ja, oder wenn man noch mit der ersten Eisenbahn fahren könnte, mit der Adler, boah, das wäre doch mal was Cooles, aber das geht ja bestimmt nicht. Geh ich nicht. Nee, ich glaube, die ist schon zu alt dafür. Ja. Die ist schon ausrangiert. Oh, aber... Wenn man denkt, wie kolossal gewaltig diese Dampfloks früher waren, so riesengroß, die Kessel und alles und boah, voll vom Tisch geschlagen. Das Hallo. Hatte einfach. Hier bin ich schon wieder. Ja, voll ins Wasser gefallen, supi. Naja, aber das. Ich weiß gar nicht, ob das eine Abkürzung ist, effektiv. Keine Ahnung. Naja, ein bisschen bringt's was, aber ich glaube nicht so viel. Nee, da waren früher halt immer Doppel-Items drin. Deswegen. Ach so, ja, klar, weil das ja vom Tisch. So, Lucky 7 mal wieder. Nee. Nein. Oh. Was? Ich wollte dich doch erwischen mit dem Stern. Ja, wenigstens. Oh, Bombe. Hat sie dich erwischt? Ja, ich wollte sagen, wenigstens werde ich von dem Rest nicht getroffen. Blöde Bombe. Ja, und ich werde von dem scheiß Tisch getroffen. Was machen diese scheiß Tische hier? Die gehören doch festgeschraubt. Ich habe immer das Gefühl, das Schiff liegt eigentlich vor Anker. Wie kann sich das dann bewegen, oder? Wir sind scheinbar doch auf hoher See. Dann kann ich es mir eher vorstellen, dass hier alles so wackelt. Das wäre cool, wenn sich der Hintergrund irgendwie bewegen würde, wenn man das so erkennen könnte. Und so ein bisschen Wellengang oder so, das hätten sie ruhig machen können. Aber nö. Nee, einfach nur langweilig importieren. Das ist aufwendig. Und erster. Ja, schon wieder. Ich habe dich nicht mal gesehen, wo du mich überholt hast. Dank der Macht der drei Pilze. Ah, jetzt hast du mich wieder. Jetzt bin ich wieder erster. Jetzt wird spannend. Letzte Runde und du bist erster. Das gab's da schon? Das bedeutet gar nichts. Du kannst mich sicher wieder über den Haufen fahren mit einem Stern, so wie das letzte Mal. Ach ja. Das ist ja hier nicht so. Ist ja kein richtiger Sieg noch. Solange ich nicht direkt über der Ziellinie drüber bin, ist noch alles drin im Spiel. So, lass mich raten, du kommst gleich. Richtig! Das ist unglaublich! Unglaublich! Habt ihr das gesehen, Leute? Das war dieses Dreckskart! Ich spiele es nie wieder. Mario Kart 8 wird hoffentlich besser. Müssen wir auch direkt Let's Battle machen.
Was hab ich gesagt? Ich bin so gut. So noch von hinten, aber ja, kam von hinten. In der letzten Runde ist nichts entschieden und dann komme ich. Du bist wie Himos Skyward Sword. Demon Lord Jiren will get you from behind. Ja. Oh Gott, ja. Belästigung. So, jetzt noch der Blätterfall. Da falle ich sich auch millionenmal von den riesigen Baumwurzeln runter. Ich kenne mich ja. So, obwohl das ist eine schöne Strecke an sich, weil die so rüberkommt. Ja, mit den Blättern so. Auch. Was müsste man geben, so mit Kirschblütenbäumen? Oh, das wäre cool. Oh, das wäre eine schöne Strecke. Aber Moment mal, das gibt's doch auch. Das gibt's doch bei Marius Piste irgendwo für die. Ja, für Gamecube war das die, oder? Ich glaube schon, ja. Ja. Irgendeine Marius Piste hatte Kirschblüten, die war richtig schön, ja. Ja, so. Die Gamecube-Strecken waren im Allgemeinen alle schön. Eigentlich sind viele Mario Kart-Strecken schön. Es gibt eigentlich gar nicht so konkrete, die ich richtig abfarbscheue. Ja, eigentlich. Ja, okay, bis auf diesen Dreckswiller. So riesig ist mit seinem fetten Arsch. Ach ja. Das böse A-Wort gesagt, na, ist auch egal. So. Miau, 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 Münzen einsammeln und. Ah, ich bin direkt über den Panzer drüber gesprungen. Dafür fährst du hier in die Banane rein, ich wette es. Nein, ganz sicher nicht. Dann lege ich der nächste Runde noch eine ab, damit du da garantiert reinfährst. Ja, ich falle überhaupt in den Untergrund, in den Abgrund, weil ich irgendwie den blöden Pfeil nicht erwischt habe. Was war das denn? Das ist mir noch nie passiert. Man kann den Pfeil nicht erwischen. Spiele. Seit wann kann man den Pfeil denn nicht erwischen? Ja, keine Ahnung, ich bin nie wieder daneben gefahren. Bin ich nicht gefahren. Das ist so ein Scheiß gerade, so, das ist mir noch nie passiert. Da ist alles möglich, ja. Super Goldpilz, obwohl ich durch die Luft fliege, das bringt natürlich voll was, weil man ja auch nicht schneller fliegen kann. Überhaupt nichts, jetzt ist er schon wieder vorbei, also das hast du wieder gewonnen. Das brauche ich gar nicht mehr fahren hier, da gibt es sowieso alles. Nee. Also Goldreiter ist voll für den Arsch. Yeah. Also Lucky Seven und roter Panzer und ja, ich fahre in meinen eigenen Bob-Omb rein, der mich aber nicht gekillt hat, weil ich unbesiegbar war. Ach ja, Blooper, geh weg. Strecke gefallen. Oh, das gibt es nicht. Diese Treffen, ey. Die so. Sich der Mechaniker verklagen, ey. So ist ein bisschen bescheuert, oder was hier? Diese Goldreifen, ganze Saison so. Ich denke so, Goldpilz schon wieder. Jetzt fliege ich ja schon wieder durch die Luft. Ich krieg den Goldpilz immer dann, weil es mir überhaupt nicht viel bringt. Ich weiß nicht genau. So, und du bist schon. Achso, es ist wieder noch eine Runde. Alter, wo bist du? Ich bin schon bei der Kanone durch. Ah, super. Ich bin noch nicht mal da. Das ist doch ein Scheißspiel hier, das ist doch furchtbar. Wir hätten doch lieber ein Pokémon Let's Battle machen sollen. Ja, ich glaube, das wäre fast besser gewesen, da gäbe es mir diesen paar ausgeglichene Sachen hier, aber das ist ja furchtbar. Ich gewinne kein einziges verdammtes, blödes Mistrennen hier, das ist ja unglaublich. Also, da habe ich ja wenigstens bei unserem anderen Let's Battle habe ich ein paar Rennen schon gewonnen. Ja, das sah nicht so ganz schlimm aus. Das ist ja hier, ich weiß nicht, was los ist. Ich fahr doch sowieso. Ich meine, mehr als fahren kann ich nicht. Der Trottel gibt einfach kein Vollgas. Fall die Banane rein. Los. Nein, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Am besten. Ja, genau, ich fahre hier nochmal runter. Super. Ist doch Oppes. So, ich bleib jetzt einfach stehen, fahr ins Ziel los. Nee, ich guck hier zu, bis du runterkommst. Was? Was war das jetzt? Fehler bei der ist schwarz. Nein! Fehler bei der Datenübertragung, okay. Der Cup zählt nicht. Der Cup ist ungültig. Nicht. Ja. Gut, jetzt sind wir rausgeflogen. Das war richtig fies. Ja, dann gehen wir nochmal mehr Spieler online. Dann machen wir einfach nochmal hier Verbindung. Yo. So. Kriegen wir ja hin, das geht ja schnell. Also, das war jetzt fies. Eieiei, wie du auch immer. Halt ja. Ich hab die Verbindung reingepfuscht. Hast du da etwa etwas gemacht, damit ich nicht gewinne? Ja, unbedingt. Nein. Nein, das hat mich jetzt gerade selber ein bisschen geflasht, weil auf einmal alles schwarz war. Ja, das ist egal. Ich so, okay, was ist jetzt? Jetzt ist das Letzios hier, so. Verstehe ich auch nicht. So auf geht's. Ist das jetzt, wir müssen den Cup nochmal machen? Nee, nein. Eigentlich war jetzt schon vorbei. Ja, genau. Also bringt dort nichts. So, das heißt nur noch mal der letzte Retro-Cup, der ansteht. Und diese Goldreifen, die müssen weg. Die müssen weg. So, jetzt nehme ich wieder das. Ich nehme nochmal eine andere Karosserie, ne? Dampflok, ne? Bringt das überhaupt was? Ich brauche was richtig viel Tempo hat. Es hat alles nicht so viel Tempo. So, fahre ich mal mit so einem richtig Mega-Ding. So, der Blitz-Cup, genau, der ist der letzte. Und der fängt mit einer richtig super schönen Strecke an, mit dem Cooper-Cup. Ja, ich bin ja noch gerade am Ausrüsten. Ich nehme diesen sehr pinken, maskulinen Schirm. Gut, und? Und du fährst mit Toad. Genau. In einem pinken Auto, yeah!
Kennst du den Toten oder denkst du, okay, mal unter uns, ich glaube, der Kleine ist gay, man, mir küsst der Mario auf die Backe oder es ist so gay. Gay. Das Lied war irgendwie gar nicht mehr so schlecht. So, also 3, 2, 1 und boom, siehst du mein Kart, was ich jetzt hier für ein Kart habe? Oh, du bist so ein kleiner Spiel hier nur. Also, der Größenunterschied ist ja extrem genial. Ja. So, und in die Gumba rein. Was machen diese Trottel eigentlich hier? Verpisst euch hier. Geht zurück nach New Super Mario Bros. Genau. Genau. Oh, ich hab so ein kleines pinkes Shiermi. Oh, wie süß. Ach ja. Das kann ja direkt niedlich sein. So, Pilz. Ja, Pilz bringt dir nichts. Nee, nicht wirklich. Ja, ich meine, isst du gerne Pilze? Ich finde die ja voll eklig. Boah, ich mag gerne so wenn es auf den Jahrmarkt oder so Champignons. Ah, das brauche ich irgendwie alles nicht. Ich weiß nicht, die sind alles so komisch, so. Ich weiß nicht. Boah, das ist immer so schlimm, wenn wir auf Kirmes oder auf dem Jahrmarkt halt so eine Grünkohlbude haben, das riecht über die ganze Kirmes und ich hasse Grünkohl. Ja, da, ich glaube, da haben wir was gemeinsam. Ich bin sowieso absolut kein Gemüseesser, nee. Also. Ich brauche Fleisch. Ich auch, also ohne Fleisch geht gar nichts. Wenn ich ein Dinosaurier gewesen wäre, ich wäre auf jeden Fall ein Fleischfresser gewesen, so ein Tyrannosaurus. So ein T-Rex, genau. Genau, irgendwas, was Fleisch frisst, weil ich brauche Fleisch. Ach ja, auf jeden Fall esse ich auch nur Fleisch. Ich bin Teil eines Vegetariers, ich esse nur Fleisch. Statt dass ich kein Fleisch esse, esse ich fast nur Fleisch. Oder na gut, so andere Sachen, Kartoffeln, Reis. Ja, nur. Das gehört dazu, das sind so Beilagen. Genau, aber Fleisch ist immer Hauptgericht. Genau. Am besten Fleisch als Hauptgericht mit Fleisch als Beilage. Ich brauche auch ehrlich gesagt nicht so ein Vorspeise, so ein Salat, ach als ob. Vorspeil. Ah, oh, das ist mein größter Erzfeind. So Endboss. Ja, gar nicht. Ja, so treffen wir uns also wieder. Mein größter Erzfeind. Salat. Oh, hi. Sterne sollten doch verboten werden. Ach ja. Ja, am besten jetzt nochmal in der letzten Runde wieder wie. Den Haufen gefangen. Das war der Ziellinie. Dankeschön. Boah, das war echt so genial. Ja, das. Das ist, glaube ich, der beste Moment in diesem Let's Battle. Oh ja. Das witzigste. Der beste würde ich nicht sagen, aber der witzigste auf jeden Fall. Der beste ist der Moment, wo du gewinnst. Badumtsch. Ja. Ja, was passieren wird. Also es ist scheißegal, welches Card ich mir auch zusammenstelle. Ich habe keine Chance gegen den Typi. Nicht mal mit einem Stern. Die haben mir jetzt ein bisschen Speed verleiht, aber du bist, glaube ich, schon sicher fast aus der Röhre wieder draußen. Da fahre ich gerade erst rein. Richtig, so mehr oder weniger. Ja, es ist ganz egal, was ich jetzt noch für ein Item kriege, du hast wieder mal gewonnen. Und die Bananenschale kann mich mal. Aha. Ist sowieso Frucht mit drin. Zweite genauso. So, und vorbei. Nee, aber... Get Items steht auf den, auf diesen Gittern drauf. Get Items. Ja, hast du ja, aber trotzdem wird's ja nichts. Das Ding hat 4 Auspuffe. Das... Cards hat ein Vierfach-Auspuff und trotzdem nicht gewonnen, das bringt auch nichts. Möchte nicht wissen, wie viel der schluckt. Mit wieder Diesel oder Benziner. E10, Ethanol 10. Dieses scheiß E10, das könnte sich so in die Haare schmieren, das ist die bescheuertste Erfindung ever. So, der Döner-Döner-Dschungel. Oh, also meine Lieblingsstrecke von der Gamecube. Ach so, tatsächlich? Ja, deswegen habe ich mich über ein Remake hier gefreut. Ach so, ja, schön. Ich frage mich ja, welche Retro-Strecken sie in Mario Kart 8 einbauen werden. Da bin ich auch schon gespannt. Also, ein paar weiß man ja. Das nicht sehen können, oder? Doch, also auf der Gamescom. Ah ja, Gamescom war das ja. Auf der E3 bist du nicht gewesen. Nee, E3 ist ein bisschen weit. Nee, auf der Gamescom, da war das so, man konnte von der Gamecube diese Wüstenstrecke da spielen. Okay. Ja, und... Wüste? Da gab's eine Wüste? Ja, da gab's eine Wüste. Das war die mit diesem gigantischen Tornado in der Mitte. Ah, ja genau. Jetzt weiß ich's auch wieder. Wer ist denn die Poké-Wüste oder irgendwie so ähnlich? Ich hab keine Wie Ahnung. Wie auch immer. Auf jeden Fall fand ich die ganz nett. Also, die war gut. Aber ansonsten... Hat man, glaube ich, noch nicht so viel gesehen. Nee. So, wow, dein Kopf weg, du blöder Riesendino, du Langhals. Littlefoot hier. So. Boah, das habe ich früher immer so oft geguckt. Der Land für unsere Zeit. Ja. Ja, das war eine schöne Serie. Also so Filmchen, besser gesagt, waren ja mehrere Filme eigentlich. Mhm. Aber auch schon voll viele irgendwie. Da gibt es welche, die kenne ich gar nicht. Ach, oder all die alten Disney-Filme. Oh ja, das Disney geht immer. Also da ist man... Da fühle ich mich jedenfalls nie so alt. Da fühle ich ihn versetzt noch auch nee, nicht. Nee, deswegen ist Kingdom Hearts ja auch so genial. Oh ja.
Ja, jetzt haben sie es ja endlich mal angekündigt. Der 2.5er, die Remix für die PS3, kommt ja 2014 raus. Endlich mal offiziell angekündigt, voll auf so einer Disney-Expo. Ich wusste gar nicht, dass es eine Disney-Expo gibt. Ich auch nicht. Da sieht man mal, was für Sachen es auf der Welt gibt, von denen wir keine Ahnung haben. Ja, da haben sie es halt angekündigt. Da ist natürlich dabei Kingdom Hearts 2 Final Mix, ein Burst Battle Final Mix und halt wieder die ganzen Cutscenes in so einem Kinomodus von Recoded. Werde ich auf jeden Fall jetzt playen, aber ich bin ja dabei noch immer beim 1.5HD Remix mit dabei, mittendrin. Mittendrin statt nur dabei. Ganz genau. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, hier bei Mario Kart 7 bin ich nicht dabei, da bin ich einfach nur eine Illusion, die hier so fährt. Ich habe keine Ahnung. Du fährst das so für dich. Ja, genau, das ist einfach, in Wirklichkeit ist es der Trainingsmodus, du bist in Wirklichkeit gar nicht da. Nee, genau. Ich verliere eigentlich gegen einen Geist. Ich sehe diese Geister. Ja, da. Genau, Geistrennen. Ich fahre eigentlich gegen dich, obwohl du gar nicht da bist, aber naja, das bringt ja auch nicht viel. Und gewonnen! Im Ziel, Alter, gerade noch über die Rampe so drüber gerollt, ganz langsam. Ganz leicht. Ja, ich geb's zu, ich bin absolut mies, ich gewinne kein einziges Rennen, das hat's auch noch nie gegeben. Das hat es nicht mal bei meinem ersten Let's Play von Mario Kart Wii gegeben. Da bin ich ja nicht gegen dich gefahren, aber trotzdem. Also bist du da nicht, gegen wen bist du denn gefahren? Steve Relius, oder? Oh, genau. Gegen den lieben Steve. Aber da habe ich wenigstens einige Rennen gewonnen. Aber ihr... Wenn du gegen den Experten fährst, ich sollte mich Mario Kart Großmeister nennen. Ja, genau, benenn dich um hier von Mainz und Germany auf Mario Kart Großmeister. Master. Ja, genau, Master of Mario Kart, irgendwie sowas. So, 3, 2, 1. Also ich würde ja so lachen, wenn ich die allerletzte Strecke gewinnen würde irgendwie, aber ja, Rainbow Road für die SNES. Ja, die allerübelste Strecke überhaupt und ich habe kein Item bekommen. Oh. Fies. Du aber auch nicht, oder? Doch, ich habe eine Banane. So, nein. Möchtest du die gleich mal nicht sehen? Hier. Ah, ja, ach, verdammt. Ah, verdammt. Die Strecke hier, die ist auch gar nicht mal so übel. Nee, finde ich auch ganz nett. Die war ja auch im DS-Teil dabei. Und ich fahre natürlich voll ins Feuer, das ist natürlich nicht so hau schön. Hau doch mal am besten in die Banane rein. Nein, ganz sicher nicht. So, jetzt voll in den Turm rein, der ist voll so zerschossen, weil das ist voll Krieg irgendwie. Ja, die Bullet Bills. Ja, was die Menschen einfach nicht daraus lernen, Krieg ist schlecht. Ja, Krieg ist zwar immer schlecht und wird immer schlecht sein, es sterben viel zu viele Menschen, aber die Menschheit checkt's einfach nicht. Genauso wie die Medien. Ist doch kackegal, ob da irgendwie die Merkel jetzt abgehört worden ist oder nicht oder was auch immer. Ich möchte gar nicht wissen, was die Werte abgehört haben. Das ist mir eigentlich sowas von egal, aber dann, ja, über so ein Erdbeben in Fukushima, ja, das ist ja dann egal, ne? Das, ja, natürlich. Ist ja auch nichts passiert, ne? Sind ja keine Wetter entstanden oder so, nein. Nee, das interessiert die Medien dann einfach nicht, weil das ist ja eine alte Geschichte, das braucht man ja nicht. Ja, Vertuschungsskandal. So, jetzt aber schön den Feuer auslegen. Oh, na klar, zwei Bananen. Ja. Aber wie? Yeah. Nee, ich hab dir doch extra so gelegt, dass du es eben nicht kannst. Oh, verdammt. Ja, hab ich aber. Das siehst du mal, was ich doch alles noch kann. Obwohl es mir nichts bringt, weil ich einfach nicht weiter vorne bin. Das ist unglaublich. Jedes beschissene Kart. Ich meine, mit was für ein Kart fährst denn du? Ich fahr mit so einer Seifenkiste, mit so... Was auch immer. Oh, jetzt sind die... So ein Bobby-Car. Ja, mit so einem Bobby-Car. Irgendwie schon. Trifft mich auch nie einer von diesen Kugelwillis, das finde ich wenigstens mal gut. Da hat mich noch nie wirklich einer getroffen. Oh, ich habe gerade so einen Monchi-Maulwurf einfach mal mit meinen Grünen getroffen, der Arme. Lucky 7 habe ich nämlich wieder und der rote Panzer kriegt dich bestimmt wieder nicht. Nein, weil ich eine Banane habe. Ja, der sollte die Banane lieber umfahren. Ja, das hast du eh wieder gewonnen, weil das ist ja eh schon wieder. Der ist schon wieder Runde 33, es geht hier so schnell, also das ist... Ja, ich bin auch so schnell weggedüst hier überall. Das hättest du mir sagen müssen, dass du so gut bist in Mario Kart. So, komm, fahr mal in den Abgrund, ich hab keinen Bock mehr hier. So, tschüss. Soll ich reinfahren? Ich weiß nicht. Oh. Mach doch einfach. Ich hab keine Lust mehr. Mein Mie ist schon total depressiv. Der bringt sich gleich um. Genau. Dann machen wir volles Suizid für voll in so einen Kram rein. Voll tot. Das heißt, ich kann das nächste Rennen gar nicht mehr fahren, weil mein Mies tot. Nein. Oh, wie schade. So, oh, Wunder über Wunder, es wurde wiederbelebt. So, das letzte Rennen hier, der Regenbogen-Boulevard, ausgerechnet der Super Nintendo. Regenbogen-Boulevard, die Strecke ist eigentlich fast schlimmer als jede andere, weil da gibt es ja absolut keine Begrenzungen an der Strecke. Da kann man ja total leicht runterfallen. Stell dir vor, da hätte ich die Goldräder. Boah.
Wobei ich das Rennen gar nicht mache mit Goldrädern. So, letztes Rennen. Was mich hier auch so irritiert, diese ganzen Farbstreifen. Also auf anderen Regenbogenboulevards geht's ja noch, aber... Null. Boah, hier diese Farbstreifen. Die machen mich verrückt. Ja, hier, nimm die Banane. Verdammt. Da kriegt man epileptische Anfälle. Ja, genau. Drauf anspricht. Nein! Und genau das passiert. Ja. Du wolltest Panzer ausweichen, bist in den Abgrund gefallen. Ja, die Strecke kannst du noch gewinnen. Komm, da überlasse ich dir den Sieg. Ich bin ja so... Ich bin ja so gnädig. Ja, das ist ja dann auch nicht so. Und auf einmal kommt er dann wieder schön von hinten um die Ecke gedüst. So, Alter, vor allem wie die ganze Strecke einfach so wackelt. Ja. Diese Wummblöcke hier, wumm. So. Jetzt wollte ich schon sagen, Stufe 2, nein, Runde 2. Stufe 2. Genau, Stufe 2. Jetzt wird's ein bisschen krasser hier mit Bananenschalen. Jetzt geht's richtig ab. Nein, nicht die gleichen Fehler wie gerade. Oh, ich nehme immer diese zweite Chance mit. Das darf ich aber gar nicht. Darfst du nicht? Nein, das darfst du nicht. Nein, warum, jetzt trifft dich auch so komisch. Ja, ich triff dich auch so komisch. Hey, ein Blooper. Blooper Power, los! Ja, toll, da habe ich jetzt was davon. Wenn ich eh gerade ausfahre, kann ich viel passieren. Ja, aber du kannst mir irgendwie Schaden zufügen, weil du so eine blöde Banane oder sowas hattest. Hier, ich habe dich überholt. Bist du schon wieder da? Der überholt mich immer. Ich glaube, das machst du absichtlich. Du fährst erst absichtlich langsam, um mich in Sicherheit zu wiegen und dann... Nein, das würde ich doch niemals tun. Ah, nur um mich zu trollen. So. Hey, steck dir deine Bananen sonst wohin. Schenk dir doch Donkey Kong. Ja, werd ich. Kann man ja mit den Goldrädern kombinieren, hat man wieder goldene Bananen. Und wir verkackt, du bist letzter. Du bist scheiße. Oh. So. Du bist scheiße. Obwohl du vorher runtergefallen bist. Ja, ich weiß. Ja, so viel dazu. Ich habe kein einziges Rennen gewonnen. Das hat Glückwunsch. Geschichte von Mario Kart. Ja, 16 Punkte hat es aber trotzdem. Da habe ich doch einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde verdient als der schlechteste Mario Kart. So, weiterspielen? Nein, oder? Nee. Wir sind so zwischendurch. Wir haben jetzt alle Retro Cups durch. Ach ja. Ja. Wenn ich jetzt sage, es hat Spaß gemacht, würde ich fast lügen. Ich weiß nicht. Nee, es hat zwar Spaß gemacht, dabei zu sein, aber so zu verkacken, das war irgendwie nicht so schön. Da müssen wir im Pokémon Let's Battle noch eine Revanche austragen. Auf jeden Fall. Also Pokémon, das ist ja, das kann man ja gar nicht vergleichen. Aber ja, du musst bedenken... Übertragen, jetzt kann nämlich auch mal Kreuz passieren. Aber du musst bedenken, ich bin competitive-mäßig nicht so schlecht in Pokémon. Also ich mache auch immer schön EV-Training bei den Pokémon. Ich kenne mich ein wenig aus, also... Nur mit den Typen verwechsel ich mich manchmal. Ja, das ist so ein Fable von mir, dass ich Geisterattacken auf Normal-Pokémon mache. Das bringt aber nicht viel. Aber nee. Gut, Leute, wir sind jetzt hier nicht bei Pokémon gewesen, wir waren bei Mario Kart 7. Das Let's Battle ist vorbei. Ein glasklarer, diamantklarer, glänzender Sieg für Fabio. Ja, aber du hast aber immerhin hier die silberne Medaille da. Guck mal, du hast die Silbermedaille gewonnen. Wenn du so in der Community guckst. Silber ist auch ganz schön. Ach ja. Nee, gut, auf jeden Fall. Ja, wer ist denn so von dem Let's Battle? Wir haben die Retro-Cups jetzt abgeschlossen. Die normalen Cups könnt ihr beim Alex sehen, also wenn ihr auf seinen Kanal schaut, ist natürlich auch verlinkt, ganz klar. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann, ja, vielleicht beim Pokémon-Let's Battle weiter oder wieder. Oder vielleicht bei anderen Let's Battles. Mal gucken, was dich noch so. Genau, man weiß ja nicht, was so kommt. Genau, man weiß ja nicht, was sich so battlen lässt. Ganz genau. Vor allen Dingen auch die Wii U-Spiele, die jetzt bald rauskommen. Wer weiß. Einfach mal schauen. Mario Kart 8 wird bestimmt als Let's Battle von uns kommen. Definitiv. Da könnt ihr euch mal feststellen, das wird es irgendwann mal geben. Wir wissen natürlich nur noch nicht wann, weil wir noch gar nicht wissen, wann das Spiel rauskommt. Genau. Ja, ansonsten würde ich aber erstmal an dieser Stelle sagen, bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr auch Spaß beim Zusehen hattet. War ja doch wohl der ein oder andere Moment dabei. Witzig war es auf jeden Fall. Ja. Ich meine, so knapp immer am Sieg vorbei. Oh. Na, das Knappste war immer noch da, wo du mich über den Haufen gefahren hast mit dem Stern. Also, das war echt ein Pixel, zwei Pixel, ich weiß es nicht. Ja gut, auf jeden Fall würde ich dann an dieser Stelle sagen, bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Ich überlasse dir das letzte Wort, aber von meiner Seite aus würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ja, Leute. Macht's gut, Leute. Tschüssi.